Karteikarten DIN A6 in Breite selbst erstellen. LibreOffice 6.4. Seitenvorlage ändern. Öffnen Sie Reiter. Bei den Formatvorlagen wählen Sie die Seitenvorlagen aus. Doppelklicken Sie auf die Seitenvorlage Querformat, damit wird die Seite im Querformat angezeigt. Rechtsklicken Sie auf die Seitenvorlage Querformat und wählen Ändern. Im Tab Seite setzen Sie die Seitenränder auf 0,5 cm und klicken OK. Rahmen einfügen. Wählen Sie im Menü Einfügen, Rahmen, Rahmen. In der Dialogbox Rahmen im Tab Typ geben Sie die Werte ein. Im Tab Optionen setzen Sie ein Häkchen bei Schützen Position und Schützen Größe. Im Tab Umrandung geben Sie für die Linienbreite 1,0 Punkt ein und setzen die Umrandung auf Komplette Umrandung zeichnen. Klicken Sie auf OK. Rahmen vervielfältigen. Den Rahmen können Sie kopieren und 3 weitere Male einfügen und auf der Seite verteilen. In der Dialogbox Rahmen im Tab Typ geben Sie jeweils die Werte ein. Klicken Sie jeweils auf OK. Waagerechte Schnittkante einfügen. Für die Schnittkanten verwenden Sie einfache Linien. Im Menü Ansicht Symbolleisten wählen Sie die Symbolleiste Zeichnung. Klicken Sie auf das Symbol Linie einfügen. Ziehen Sie eine waagrechte Linie mit der linken Maustaste, klicken, halten, ziehen plus Umschalttaste. Mit einem Rechtsklick auf die Linie wählen Sie im Kontextmenü Position und Größe. In der Dialogbox Position und Größe geben Sie die Werte ein. Markieren Sie die Linie und wählen in der Seitenleiste STRG plus F5 für Linienbreite 1,0 Punkt, Farbe Hellblau 2 und für die Linienstruktur DOT ein. Senkrechte Schnittkante einfügen. Im Weiteren ziehen Sie eine senkrechte Linie wie bei der waagrechten und geben die Werte ein. Markieren Sie die Linie und geben für die Linienbreite 1,0 Punkt, Farbe Hellblau 2 und für die Linienstruktur DOT ein. Dokument als Dokumentvorlage speichern. Sie können nun das Dokument als Dokumentvorlage speichern. Wählen Sie im Menü Datei Dokumentvorlagen als Dokumentvorlage speichern. In der Dialogbox als Dokumentvorlage speichern, geben Sie einen eingehenden Namen ein und wählen Sie die Kategorie der Dokumentvorlage aus. Klicken Sie auf Speichern.
Dokumentvorlage öffnen. Um mit der Dokumentvorlage Karteikarten zu erstellen, wählen Sie in Reiter Datei Neu Vorlagen. Wählen Sie die Dokumentvorlage aus. Sie können nun die Karteikarten beschriften. Die Schriftart und Größe kann in jeder Karteikarte beliebig gewählt werden. Es können auch Bilder in die Rahmen eingefügt werden. Experimentieren Sie mit den Karteikarten nach Ihren Vorstellungen. Denken Sie daran, Ihr Dokument zu speichern. Weitere Informationen.